Hey Leute, was geht? Das ist mittlerweile mein dritter Versuch. Also erstmal habe ich einen Bluescreen gehabt, warum auch immer. Also der lief jetzt Ewigkeiten, ohne Probleme, ohne Bluescreen, nix. Also waren soweit dachte ich eigentlich alle Fehler behoben. Vorhin ist mir der Rechner, dann hat sich aufgehangen. Aber ich schätze, dass der Prozessor das unter Umständen nicht mitgemacht hat. Ich weiß nicht warum, weil jetzt aktuell zum Beispiel ist die Prozessorauslastung fast 20% niedriger im Gesamten wie vorhin. Dabei habe ich jetzt nur ein paar Einstellungen bei OBS geändert. Vielleicht ist er darauf nicht klar gekommen. Zwei Dateien für den Arsch. Nun gut, wir wollen Duel Links spielen. Ich habe hier Event ist dieser scheiß Turm. Da gehen wir auch noch mal wieder rein. Ach, wo der sich aufgehangen hat, habe ich meine Dinges wieder. Das machen wir jetzt als erstes. Das machen wir gleich als erstes und zwar Karten noch mal wiederholen. Hallo? Boah, das Spiel mal kurzzeitig im Ruckler gehabt. Nein. Gehen wir schon mal ins Kartenstudio. Und zwar Nummer 1, bla, Legendary Warriors ist empfohlen. Nein. Also, dies hier ist mittlerweile dann mein zweiter Kanal jetzt, den ich aktiv auch betreiben will. Also zwei aktiv, den einen, ja, sagen wir so, ich habe noch einen Vlog-Kanal. Da kommen nicht regelmäßig Videos, weil ich finde, da muss auch irgendwo was sein, was ist immer interessant sein könnte überhaupt. Also mein normaler Tagesablauf mit, ja, arbeiten, essen, schlafen, ne, toll, hat ja keiner was von. Und das Schneiden ist auch anstrengender wie beim Gaming jetzt aktuell. Das muss ich dazu sagen. Also das ist es. Ich weiß das. So aus Erfahrung, weil ich schon gehabt. Und ich will den Gaming-Kanal will ich jetzt versuchen, so ak aktiv wie möglich zu halten. Also wirklich auch regelmäßig Videos hochladen. Das heißt, meine Freundin muss leider ein bisschen kürzer treten, so gesehen. Damit ich mehr zu Hause bin, an meinem Rechner sitzen kann und überhaupt diese Aufnahmen machen kann. Wenn neue Internetleitung kommt, habe ich auch vielleicht, ja, was heißt vielleicht, ich hätte Bock zu streamen. Ich würde es am ehesten über Twitch machen. Ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht mal es auch über YouTube selber. Vielleicht kombiniere ich mal beides. Vielleicht mal, also Twitch möchte ich jetzt hauptsächlich dann trotzdem behalten, denke ich mal. Ja, ich mach's auf Twitch. Und dann nebenher vielleicht mal so zwischendurch auf YouTube nur. Ja, also Hauptfaktor dann Twitch, aber was erstmal Zukunftsmusik. Ich weiß auch nicht, wann's Internet kommt. Erstmal geht's hier um Gaming. Ja. Den Blog-Kanal verlinke ich euch unten. Genauso, das muss ich bei dem Blog-Kanal auch noch anpassen. Falls es euch interessiert, was ich für Equipment habe, zum Beispiel, was das hier jetzt für ein Mikrofon ist. Naja, Licht, Standard-Softboxen kann ich auch so sagen. Kosten, schlag mich tot, 20 bis 30 €, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. So wie jeder Zweite das auch hat, so ungefähr. Aber wenn ihr mal Bock habt, dann können wir da mal drüber sprechen. Ich werde euch dann Amazon-Links in die Beschreibung packen. Aber erst wenn ihr auch wirklich sagt, okay, würde mal interessieren, was für ein Equipment. Weil mit der Zeit kann man sich einiges ansammeln. Und es muss nicht immer das Teuerste sein. Das ist ganz wichtig an der ganzen Geschichte. Also wo ich jetzt zum Beispiel, was für mich jetzt das nächste wäre, wo ich vielleicht wieder rein investieren würde, weil im PC selber habe ich jetzt investiert. Ja, also es gab da ein neues Gehäuse, einen neuen Prozessor nochmal, zu meinen letzten Gaming-Aufnahmen eine neue Grafikkarte. Und sonst, keine Ahnung.
Achso. Ja, Gehäuse, dann haben wir entsprechend Lüfter noch mitgeholt. Jetzt, der Grafikkarte bleibt. Wir holen uns schon mal eben 10 Packs, will ich nämlich davon haben. Und die 500 Edelsteine, die wir haben, verballern. Machen wir schon mal das erste fertig. Und zwar will ich als nächstes meine Facecam aufrüsten. Ich weiß noch nicht, wie teuer es werden soll. Ob ich auf die Logitech 920C oder C920, ich hab's jetzt nicht im Kopf, wo das C stand. Die gibt's auch als Pro-Version, glaube ich, nochmal. Weil die Einfach-Version für, schlag mich tot, 60, 70 Euro, wo der Preis aktuell liegt. Weil die nimmt, ne, ich glaube, die, schlag mich tot, die normale 920er nimmt, glaube ich, HD auf und die Pro schon auch in 1080p, in Full HD. Muss ich mal schauen. Also die Pro ist, glaube ich, auch nur 20 Euro teurer. Und zuletzt habe ich sie, glaube ich, mal für 80 gesehen. Um das Bild noch ein bisschen besser, weil ich glaube, die kommt auf jeden Fall besser mit dem Licht. Verhältnissen, klar. Den Rest müsste man mal schauen. Das wäre, glaube ich, so das nächste, wo wir hin wollen. Und das ist nachher nächste. Wir ziehen erstmal ein Pack und dann reden wir mal weiter. Triggern, keine Ahnung. Zerstörungsschwert ist aber was. Naja. Eine Rare Card. Leuchtfeuerkoloss. 2,6. Also mal uninteressant. Als ja, wo ich spielen will, wer zum Kanalbanner einmal guckt, der kann auch sehen, welche Spiele ich ungefähr, also wo ich auch hin will. Ob alles wirklich 100% klappt, weiß ich nicht. Also muss ich hier und da noch ein bisschen vielleicht so ein paar Schräubchen drehen. Zum Beispiel bei GTA 5, also dann geht, beziehungsweise ich sag mal GTA 5 online. Da weiß ich auch noch nicht genau, ich werde erstmal nur normal online. Ich hätte auch vielleicht Bock mal irgendwas Richtung Roleplay zu machen, ne? Ja, schauen wir mal. Gucken wir uns mal das nächste Booster eben dann. Geistersturm, also eine Behandlungskarte aktivieren, eine Ausrüstungsgruppe. Ja, auch interessant. Wo haben wir später genau? Okay. Sasuke Samurai, ja toll. Und zwar. Boah, verbliebene Karte. Alter, die gibt's als Ultra Rare und die nicht. Das ist der. Und zwar. Ja, geht ja viel. Ich weiß nicht, wie das läuft, weil ich hatte zuletzt ein bisschen noch Probleme gehabt. Okay, es gab jetzt einen anderen Prozessor, andere Grafikkarte, auch seitdem ich das letzte Mal. Ich muss mal gucken, wie das mit der FPS. Also bei PUBG genau das gleiche. Da hatte ich das letzte Mal, wo ich es probiert hatte, hatte ich auch noch die andere, meine alte Grafikkarte drin. Die war sowieso nicht ganz für PUBG ausgelegt. Das war schon. Naja, ganz schön musstest du einen Schräubchen drehen, um 30 FPS möglichst standardmäßig zu halten. Deswegen, also seitdem neue Prozessor auch schon wieder drin. Andere Grafikkarte. Es könnte jetzt funktionieren mit den passenden Einstellungen. Ich glaube, es wird auch funktionieren. League of Legends als Gameplay vielleicht. Age of Empires, so Geschichten. Da, Minecraft weiß ich noch nicht genau, ob es wirklich kommt. Und in welcher Form. Ob es dann so PvP-Geschichten sind. Haben wir vielleicht mal überlegt, mit ein paar anderen Leuten nochmal wieder einen Server zu mieten und das darüber laufen zu lassen. Also, eine Stadt aufzubauen. Selber, also in den Überleben-Modus. Ne? Und dann haben wir magische Megatonnenkanone. War gut, wer entfernt 10 zu. Ach, was für Zauberzender. Verschwindende, ja. Makabare Jungfrau.
Jedes Mal, wenn diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört, lege eine Zauberzählmarke auf die Karte. Diese Karte erhält 200 für jede Zauberzählmarke. Okay, könnte interessant sein. Könnte, muss nicht. Und jetzt muss ich eben schon trinken. Trinki, trinki, trinki. Eine. Jetzt hatten wir Minecraft. OG. WoW. Ich hab. Das ist, da kommt aber auch wieder so ein bisschen das Stream. Ich. Nicht, also. Ja. Vielleicht so eher Gameplay-mäßig. Ich hätte aber. Ja, wenn das mit dem Stream klappt, würde ich das eher über den Stream machen. Also vielleicht als Stream-Highlights oder ein Stream als solches mal hochladen. Genauso Skyrim habe ich schon mal im Stream angefangen. Das würde ich auch so im Stream mal. Also ich habe es mal versucht. Funktioniert nicht so. Würde es auch im Stream so weiterführen. Aber was hatten wir noch? Fallout New Vegas. Also. Es gibt genug Möglichkeiten. Interessant finde ich. Die CPU-Last ist sogar mittlerweile bei 40% geringer als vorhin. Also, sollte ich vielleicht mal nachgucken, ob mein Prozessor wirklich vernünftig gekühlt wird. Oder ob der einfach zu warm geworden ist. Und deswegen. Aber gucken wir mal. Was wir noch Schönes kriegen: Blutsauger. Zombie. Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt. Lege die oberste Karte deines Decks auf den Friedhof. Was ist denn das für ein Scheiß-Effekt? Was heißt Scheiße? In einer passenden Kombination mit. Keine Ahnung, aber du weißt ja nicht, was du ziehst. Das ist ja richtig. Kannst ja richtig Glück haben, wenn du zum Beispiel eine Monster-Reanimation hast. Das. Keine Ahnung, schlag mich tot. Ich sag jetzt mal. So eine Karte. Weiß nicht. Was soll man einfach jetzt als Beispiel einen weißen Drachen hast, der. Oh, wäre die nächste Karte gewesen, geh es runter. Oh, geil. Ja, den habe ich schon. Furcht aus der Finsternis. Was haben wir denn noch schon? Komm. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viele Packs wir noch haben. Delta Tree. Untergang des Landes, was bringt der aktiviert? Aktiviere diese Karte nur, wenn dein Gegner ein Monster spezialisch. Oh, uninteressant. Spiritistische Lichtkunst. Ein nur Rare-Karten bis jetzt, gib mir eine Ultra-Rare. Am besten den Vampir-Lord. Aber da ist auch nur eine Rare wieder drin. Haben wir schon, Austausch von Tag und Nacht. Die verbündeten Truppen. Uninteressant. Komm, gib mir einen Vampirlord oder so. Das ist. Ja, am liebsten einen Vampirlord, den will ich nicht haben. Schlange Silberkraft. Und nee. Schon wieder gibt's auch nur eine Rare oder so. Na, kann doch nicht wahr sein. Flammenwälder auf. Oh, okay. Aha. Okay, dann seid ihr ja in so 5 Minuten da. Also halbe Stunde, alles klar. Ja. Na gut. Alles klar. Oh Mann, das hätte ich vielleicht vorher mal ändern. Ja, komm, gib mir endlich. Oh, geil. Das wird eine Ultra Rare. Oder zumindest eine Super Rare. Machen wir Gegenzauber, uninteressant, Madonna. Ja, eine Super Rare. Goka, Scheiterhaufen der Bosheit. Noch eine? Komm. Ich weiß gar nicht, Super Ultra Rare weiß ich gar nicht mehr. Gib mir mal so. Gib mir jetzt eine Ultra Rare.
Endymion, der Meistermagier. Für so einen Hexermagier ist ja keine einzige Ultra Rare dabei. So ein Scheiß, ich will den verdammten Vampir doch gerne. Aber es sind auch noch jede Menge Karten, der zeigt dir an hier. Verbleibende Karten in der Box oder so. Also ich mal überlegt, was du alles noch ziehen kannst. Irgendwann wird er kommen, aber. Nun gut. Jetzt kann man gucken. Mission. Gib mir Edelsteine, dann machen wir vielleicht noch ein Pack auf. Wenn die Edelsteine noch rein. Na, gibt keine Edelsteine. Sammle insgesamt 100 Zauber. Okay. Symbol. Kyber Corporation. Okay, ey. Wir haben das Ende. Ich fasse es nicht. Wir haben es tatsächlich jetzt bis zum Ende geschafft. Da ist mir nichts abgestürzt. Die Prozessorauslastung ist so gering. Ich wundere mich gerade. Habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Wundert man sich echt. Also lasst mir mal einen Kommentar da. Zum Beispiel, auf was für Spiele ihr vielleicht mal Bock habt. Und lasst mich mal wissen, ob ihr vielleicht mal wissen wollt, was für ein Equipment ich habe. Oh, erst das Video, gleich Equipment. Aber wenn ihr Bock drauf habt, mal sowas zu wissen. Können wir das auch mal durchgehen? Über ein Abo würde ich mich freuen. Bis dann, hauen Sie rein.